Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von mir für euch. Jetzt Peru. Wir haben es jetzt gerade 6.15 Uhr. Es ist arschkalt gerade mir. In Minimum 15 Minuten kommt mein Bus. Ich überlege gerade, ob ich noch mein Altpapier, was ich hier mitschleppe, mitnehme. Und ja. So schönes Wetter heute und hoffentlich morgen auch. Morgen ist der Vatertag. Guck mal, wie die Sonne scheint. Ah, I love it. Deswegen habe ich heute auch nur ein Shirt an. Und zwar von den Recken, TSV Hannover Burgdorf. That's right, die haben gestern gewonnen. Da war noch Verabschiedung, ich konnte leider nicht hin. Weil es einfach mit der Zeit nicht von mir geklappt hätte. Und naja, I don't care with it. Man sieht wieder meine Sommersprossen, Leute. Wenn es Sommer ist, dann sind die Sommersprossen total im Trend. So kenne ich das nicht anders. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann später bei Lidl. Da gehe ich nämlich einkaufen. Und bis dahin, tschüss. Bye, bye. Es war morgen Feiertag, aber man muss trotzdem echt nicht so komisch sein irgendwie. Es war gerade eine Radfahrerin und die ist ganz normal gegangen und so. Auf einmal hupt der, ist so eine bescheuerte Autofahrerin hier rum. Ich bin jetzt auch gerade hier bei dem Rijksmoenstraße 1818. Und da hinten, wie man es erkennen könnte, ist Lidl. Der Lidl ist Hammer und da war ich auch gerade wie bei Jetzt wieder lecker Frühstück und ich habe, ich weiß nicht, ob ich auch hier drin habe, aber schon. Ich muss das ein bisschen umräumen. Nee, doch nicht. Wo habe ich die? Ja, stark Sonne. Da irgendwo habe ich Sucuk. Keine Ahnung, wo die genau ist. Zu meiner Mama. Irgendwo. Und glaube ich, die XXL fette Torte, morgens auf Vatertag, Leute, Feiertag, das ist die Himmelfahrt. Und ja, ich und meine Mutter, wir werden erstmal gleich lecker frühstücken. Und es ist richtig gemütlich machen, draußen wohl, wenn wir diesmal frühstücken. Und ich hoffe, mein Bus kommt auch heute wirklich. Ja, ohne Scheiß, Leute, er hatte vorhin irgendwie, keine Ahnung, was genau da war. Ich weiß es auch nicht mehr. Er hat den Platten irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich wollte das filmen, da waren so viele Jugendliche und auf einmal, was ist jetzt? Wir schreiben heute in der Arbeit, scheiße, wir kommen zu spät, ist das? Ich so, Gott sei Dank bin ich nicht mehr in der Schule. Gott sei Dank habe ich diese Probleme nicht mehr. Wenn ich es hätte oder wenn ich zu spät zur Arbeit gekommen wäre, kann man ja immer noch anrufen. Ich meine, das kann man auch an der Schule machen. Schnell anrufen und so. Leute, was mich nur wundert, hier oben steht die ganze Zeit was von diesem Hund Rocco und ich habe eigentlich gehört, dass sie ihn gefunden haben. Jetzt auf einmal habe ich das Gefühl, dass sie es doch nicht getan haben. Na, am 19.05. wurde dieser Hund gefunden und ist er wieder abgehauen. Hier oben steht dieser Hund hier. Und da frage ich mich echt so, sind Leute eigentlich bescheuert oder so? Weil erst haben sie ihn gefunden, dann doch nicht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wenn ich dann zu Hause bin, Leute. Ich muss jetzt noch ungefähr 7 Minuten warten. Ach, Gott sei Dank geht die Zeit schnell rum. Morgen gibt es am FMA. Eventuell heute wird es auch noch ein bisschen länger dauern. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, bis später wieder. Tschüss! Leute, Frühstück. Und zwar Brötchen, Philadelphia und hier haben wir noch so Quarkbällchen. Jetzt gibt es erstmal ein dänisches Brötchen.
Und dazu habe ich hier Wasser. Einmal Philadelphia normal und einmal Philadelphia mit Milka-Geschmack. Leute, at home again. Ich sage einfach nur at home again. Jetzt habe ich gerade mein Fast and Furious Shirt an und ich habe es hier auch ein bisschen rein. Seht ihr die Schauspieler? Michelle Rodriguez, Paul Walker, Vin Diesel, Ed, Jordana Brewster. Das ist ja von der vierten Staffel. Und das habe ich damals bei Primark in der Herrenabteilung geholt. Ich liebe das ja. Daumen nach oben. Mit meinen stylischen Schuhen. Einfach nur eine schwarze Hose. No Make-up. Denn no matter. Und wir kochen gerade, als filme ich. Ich sage mal was gleich. Aber damit mache ich später noch Sport. Das Bodyteil. Bis später, Leute. Es gibt übrigens Lasagne. So, Leute. Abwasch ist erledigt gerade. Habe ich es gemacht. Ich war ja vorhin noch einkaufen. Für morgen. Für morgen ist Vatertag. Guck mal, was ich für ein Shirt da habe. Ich liebe das einfach. Jetzt gönne ich mir gleich noch ein besseres Eis. Setze mich noch draußen zu meiner Mutter hin. Die ist gerade am Telefonieren. Mit meiner Schwester. Die hat nämlich am Sonntag Geburtstag. Im Juni. Und im Juni haben wir voll viele von uns Geburtstag. Ich habe am 26. Mal gucken. Wir sehen uns später wieder. UEFA-Trophäen, 15 Kilo, wiegt der Putz.